Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu The Wonderful 101 Remastered. Wir sind hier gerade irgendwie in so einer Unterwasserstadt und mal wieder auf dem Weg. Oh nice, ein Goldorden, obwohl ich in dieser Folge noch gar nichts gemacht habe. Das startet doch super. Sind wir wieder auf dem Weg zu so einem Energiespeicher, zu so einer Energiestatue, was auch immer, auf jeden Fall dieses Ding, was unser Schutzschild, unser Margarita-Schutzschild letztendlich mit Energie versorgt. Und natürlich ist immer wieder jede Menge los, jede Menge Action. Wir haben einen neuen Unite-Morph bekommen letzte Mal. Aber hier nehmen wir erstmal das Schild. Genau. Und lassen mal unsere Typis ein bisschen mitkämpfen. Ich habe Rang 38 erhalten und kann jetzt... Yay, einen Wirbelwind mit meinem Schwert machen. Aber ob ich das auch noch in der Action alles koordiniert kriege, das weiß ich nicht. So, jetzt haben wir eigentlich auch nur noch die Kleinen hier. Zack. Ah nein, zu weit. So. Und... Mann, jedes Mal, wenn ich die Kleinen als Faust für mich kämpfen lassen will, kriege ich danach einen rein. Das kann doch nicht wahr sein. Ach, da sind ja immer noch total viele von denen. Die wollte ich doch eigentlich mit meinem Schwert auseinandernehmen, weil es doch so eine schöne Reichweite hat. Okay, dieser Kampf läuft gerade mal wieder gar nicht. So, habe ich jetzt die ganzen kleinen Viecher erledigt? Leute... Oh Mann, das war echt schlecht gewesen. Jetzt haben wir noch so einen Megadino hier. Hilft mir das bei dem? Oh. Können wir das jetzt mal nehmen, was da liegt? Danke. Oh. Habe ich schon aus Versehen weggeschossen? Ne, da liegt es immer noch. Ne, Peitsche war es nicht. Es muss zackiger sein. So. Ich habe Rang 4 erreicht. Nice, jetzt kann ich so eine Art... Wow, 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 wow. Achso, ich muss es mit einem Tastendruck und nicht kämpfenderweise öffnen. Ja, dann machen wir es hier mit. Ah, geh auf, Junge, geh auf. Warum gehst du nicht auf? Okay, ja, wenn man ihn einmal aufgeknuspert hat, dann geht er auch mit diesen Krallen hier super schnell kaputt. Ich frage mich ja, ob unterschiedliche Waffen auf unterschiedliche Gegner auch noch unterschiedliche Auswirkungen haben. Aua, was war das denn? Obwohl es mir gar nicht mal so gut geht, muss ich sagen. Aber ich denke mal, eigentlich sollte der jetzt auch hinüber sein. Ja, da explodiert er zumindest. Puh, Silber. Immerhin, immerhin. Jo. Oh, hoppla. Es fällt einfach runter. Ja. Gut, dass wir nicht mehr drauf standen. Boah, es fällt alles hinter uns runter. Muss uns das Sorgen machen? Wer liegt hier? Achso, ach, den haben wir ja zwischendurch verloren. Wanda Blue, genau. Er hat ja diesen... Einzelkampf gegen diese eine Tussi da gemacht. Das ist korrekt. Nelson says you're a leader, don't make you one, and it sure don't make you mine. Blue, put a lid on it. You and your... Ich verspüre da einen leichten Konflikt zwischen Blau und Rot. Pink, it's all right. No, Pink, it's not all right. Just because you couldn't fight your way out of a designer bag doesn't mean you get to harsh my game. Let us settle this later, like civilized wonderful ones, no? This place is not stable. Out of my way, Bonaparte. I've got some harshing to do. Bring it. Nobody who tastes the sting of my Valiantium blade lives to tell the tale. Stop. Ja, und sein komisches Blade. Ja, da bildet er sich auch ganz schön was drauf ein, muss man mal sagen. Ja, und jetzt prügeln sich hier die Wonderfuls gegenseitig. Das kann doch nicht wahr sein. Und alle anderen 100 auch noch hinterher. Ja, Massenprügelei. Ja, das finde ich auch unbelievable. So, haben wir uns jetzt eingekriegt? Im Angesicht der Bedrohung
müssen wir uns wieder zusammenraufen. But if you're dead set on diving off the deep end, don't let me stop you. She is right. We do not have time for these, my friends. Everyone, calm down. He says after he kicks me in the badonkadonk. What the heck are you doing? Ta-ta for now. Tschüssi. Ja, auf diesen Fight freue ich mich schon, wenn ich ihn nochmal vernünftig bestreiten darf und nicht so bekloppt wie als einzelner Blauer gestern. Was heißt gestern? In der letzten Episode. Oh nein, nicht schon wieder so ein Ego-Driss hier. Das hasse ich ja. Ist das hier sogar der richtige Weg eventuell gewesen? Mann, ey, Peitsche und Clown. Ich weiß gar nicht, oder ist das da hinten der richtige Weg? Nee. Hier komme ich nicht hoch, dann wird es wohl hier sein. Warum britzelt es hier? Ach so, das ist wieder mit so einer komischen Außenansicht. Okay. Können wir mal die Kamera drehen? Ach so, mit L1 bringe ich es hinter mich. So, was macht dieses Ding da draußen? Rot. Ah, jetzt britzelt's bei Blau. Okay, das habe ich soweit verstanden. Wieder grün. Blau. Ach, es geht hier noch weiter um die Ecke. Ha, einer übersprungen, wenn das nicht mega akrobatisch war, dann weiß ich es auch nicht. Aber ich glaube, es geht noch weiter mit dieser Einlage. Hä? Warum habe ich denn jetzt ein Schwert auf einmal? Ich habe doch gar nichts gemacht. So, er macht weiter mit Rot. Jetzt macht er weiter mit Grün, dann gehen wir erstmal auf das Rote hier. Oh, nein, er hat sich noch nicht festgehalten gehabt. Scheiße. Aber ich bin da, wo ich hin wollte. Wo will ich eigentlich genau hin? Warum kann ich da hochklettern? Ist da irgendwas? Oh, jetzt geht er auf Grün. Nein. Ja, klar. Und ausgerechnet das, was er gerade verbritzelt. Da komme ich wieder an die Wand dran. Boah, er ist immer noch bei Grün. Achso, hier sind auch noch Gegner dran. Das habe ich auch noch gar nicht gerafft gehabt. Oh. So, Blau. Boah, ey, dieses Fester. Wo bin ich runtergefallen? Dieses Festhalten macht mich auch kirre. So, Blau. Dann kann ich an Rot weitergehen. Er bleibt bei Blau. Und dann muss ich hier eben warten. Gut. Manche von diesen Fässern kann man kaputt machen und manche nicht. Das Ding werde ich auf jeden Fall kaputt machen können. Warum auch immer ich jetzt schon wieder das Schwert habe. Komme ich daher? Will ich daher? Ich bin gerade ein bisschen lost mal wieder orientierungstechnisch.
Okay, anscheinend will ich da unten raus. Ich habe es auch soweit geschafft, das ist gut. Bronze, naja, gut, okay. Ich glaube, der Plan ist eigentlich gewesen, dass ich da hinten runtergekommen bin. Vielleicht bin ich da auch runtergekommen. Ich glaube, ich bin da sogar runtergekommen, ne? Sieht nur ein bisschen komisch aus hier, perspektiventechnisch. Achso, und jetzt ist hier die Tür offen. Und ich hab's zurückgeschlagen. Das Blitzgebritzel. Und hier ist auch erstmal Ende. Cool, jetzt kommen wir zum Wonderful Mart. Ich glaube, da kann ich mir jetzt was kaufen. Und ich habe sogar insgesamt eine Bronzebewertung. Nice. Ist ja mehr schon, als ich quasi erwarten kann. Ja, kein Fortsetzen ist haarig. Gerade hier im ersten Playthrough, wenn man gar nicht so genau weiß, was einen hier teilweise erwartet. Da kann man immer mal sterben zwischendurch. So, und ich kaufe mir jetzt mal diesen Turbo-Akku. Zack. Ja, bitte. 3 Slots habe ich da mittlerweile. Und eigentlich kann ich nur 2 verwenden, weil ich diesen Autopiloten nicht verwenden will. Aber Turbo-Akku ist doch schon mal sehr nice. Da bin ich mal gespannt, was das für Auswirkungen hat. Wie sich das bemerkbar macht. Und wir machen einfach mal weiter mit der nächsten Mission hier. Bamski, weg mit euch. The Wonderful 101. Und ein paar neue Batteriezellen, sehr cool. Oh nein, nicht er schon wieder. Lord Rocken, gehen wir nicht auf den Pin. Unite Claw, zack. Erstmal am Schwertfress gekrallt. Muss ich jetzt schon wieder gegen ihn kämpfen, da habe ich wenig Bock drauf. Der nervt ja doch ein bisschen. We meet again, Warrior of Dearth. Dearth? Was für eine Verachtung er auch immer reinlegt. Dearth? Space Pirate Band known across the universe as the Geizok. Die Musik wieder. Dude, seriously, are you right in the head? And as I recall, you are Blunder Red. Wonder Red. Dude, no one invades my planet and talks to us like this. You're gonna feel the sting of my blade and sleep with the little fishies. I see you've gathered more pawns to your side, young Red. A lively little group you've got there. Ah, poor Blue. Forever second fiddle. Even I cannot help but sympathize. Bite me, baguette. These aren't pawns. These are my dearest... Oh my god, oh my god, oh my god! Pink, are you all right? Dann geht er mit ihr ab. Too much wits against? You are so hot! Oh Mann. Oh my god! I want to know everything! Where are you from? What do you do? Do you like long walks on the beach? It's a pleasure to meet you, my dear. The honor is... Ob ihr klar ist, dass er die Erde vernichten will, oder ist das nur ein hinterlistiger Plan von ihr? Enemy, you dit. Enemy? Really? Is he ripped? Oh my god, I bet he's ripped! Hey, can I call you Vorky? Ooh, Vorky, show us your muscles! Pink, snap out of it already! Stay out of this, you D-list wannabe actor, first year friends in school dropout! D-list? This is not good. Prince Vorkin, I've already told you, no quarter to those who threaten our peace. Surrender your arms, or we'll have to use force. I respect your bravado, Blunder Red. Only by triumphing over men such as yourself do I prove my true power. Come, show me what you've really got. Diplomacy has failed. Meine Fresse, ey. Immer dieses übertriebene Redebedürfnis hier mit Wocken. Worken, sorry, wie auch immer. Bevor der anfängt zu kämpfen, muss er erstmal eine halbe Stunde quatschen. Oh, geht schon los? Oh, wie war das denn nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Oh Gott, es fängt schon wieder bombastisch an. Oh. Boah. Wo sind meine? Da hinten liegen sie alle. Eieieiei.
Ja klar, er schafft es noch im Flug, sich umzudrehen und mir das Ding voll vor die Birne zu brezeln. Ey, ohne Witz. Ja, er hat auch noch mehr Transforms drauf. Hilfe. Hilfe. Warum kann ich ihn seine Viecher nicht wegballern? Okay, ich werde tausendmal sterben. Ich habe ja noch gar keinen Schaden bei ihm gemacht und er geht nur ab. Genau, die Faust, die konnte man noch mit dem Pudding abwehren und dann war er nämlich kurz wehrlos. Die Frage ist, was kann man noch alles mit dem Pudding abwehren? Die Peitsche eventuell auch? Sah jetzt nicht so aus. Warum? Wo war mein Pudding? Ja, aus dem Wackelpudding raus, macht er die Peitsche. Ist klar. Freunde, kommt her. So, und jetzt kriegt das voll rein. Oh, vielleicht auch nicht. Okay, jedes Mal, wenn er aus dem Wackelpudding kommt, macht er direkt eine Aktion. Das ist natürlich auch ein bisschen kacke und ich bin schon wieder in Gefahr. Und ich renne voll rein. Okay, also den Kampf in Perfektion zu schaffen, das dürfte echt tricky sein. Ey, ich muss doch erstmal gucken, was er überhaupt für eine Waffe zieht. Das geht doch gar nicht so schnell. Wo ist er? Ich sehe nichts. Er macht hier auch so einen Haifischangriff, oder was? Also gut, wenn er den Faustangriff macht, dann kriege ich ihn noch am besten im Griff. Oh. Bei allem anderen... Habe ich null Ahnung. Peitsche geht schon mal gar nicht. Da hilft, glaube ich, nur ausweichen. Ob bei den Krallen eventuell ein Wackelpudding helfen würde, weiß ich gar nicht so genau. Da müsste ich mal in den Genuss kommen, das auszutesten. Ah, beim Hammer geht es auf jeden Fall auch. Na, jetzt geht er direkt wieder in die Krallen rein. Bam, Hammer geht auch. Das war doch auch Hammer. Der ging jetzt wiederum nicht. Wow, was tut er da? Oh Gott. Leute, kommt doch mal wieder her, alle. Ja, war klar. Ich hatte kein Leben mehr. Das ist noch ein bisschen herausfordernder als beim ersten Mal, muss ich sagen. Ich meine, mittlerweile weiß ich einigermaßen, was ich machen muss und wo sein Lebensbalken ist. Aber trotzdem, er hat ein ganz schönes Repertoire an Attacken drauf und meine Jungs liegen noch da hinten.
Okay, bei dieser Hammerattacke geht's nicht oder ich bin viel zu früh dran. Ey Leute, kommt doch mal wieder her. Wo sind meine Jungs? Bin schon wieder so gut wie tot. Nein, ich glaube, bei denen hilft auch kein Wackelpudding. Ich habe keinen Schaden gemacht und bin schon wieder so gut wie hinüber. Ah, jetzt doch. Ich glaube, ich war nur zu früh dran. Jetzt ging's wieder. Ja. Naja, wenigstens mache ich jetzt noch ein bisschen Schaden, bevor ich hier wieder drauf gehe. Okay, jetzt habe ich einmal in seinen Wackelpudding gehauen. Das ist natürlich auch super übel, weil ich dann natürlich auch kurzzeitig gestunt bin. Das hat er auch direkt für einen erfolgreichen Konter genutzt. Ja, nice, schon dreimal gestorben in dem Kampf. So, habe ich meine Jungs dabei oder hängen die wieder sonst wo rum? Und wieder rein. Ach, dass man auch jedes Mal seine Jungs hier wieder aufsammeln muss, ist auch so ein bisschen nervig. Okay, haben wir ihn schon wieder zurückgeschlagen. Wer ist er? Hat er einen Eishockeyschläger dabei? What's the matter, bro? Out of juice already? I've got more juice than you can possibly imagine. Told you so. You see, I've been watching you. Hat er sich gerade seinen Lebensbalken wieder aufgefüllt? And I am fully aware that you defeating me is technically impossible. I was just giving you a sporting chance, but no time to dilly-dally. Oh my god, too hot, too hot! Even I am smitten! Oh. Sag mal, warum verlieben die sich alle in den? Das ist der Oberboss. When we meet again, it will be for the last time. So I hope that you are up to the occasion, Blunderhead. Wonderhead? What are you after anyway, Borkin? Yes. Thank you for reminding me. I wasn't finished with my story, was I? Well, if you can spare, say, 30 minutes, I'm sure I can fill in the gaps. 30 minutes? Nein, bitte nicht. Schon wieder. No years! Get a room. Oopsie. Time for a spot of tea. A shame, really. I was so looking forward to having a chat. Shall we, Chugi? Of course, Master. Hat er uns jetzt runtergekickt, oder was? No, Borki! Macht so den Eindruck. Kann ihr mal jemand einen auf den Deckel hauen, bitte? Das geht ja gar nicht. Gold immer. Was? Gold? Ich bin doch 50 Mal gestorben. Na, ich lasse das mal unkommentiert stehen. Dieses Punktesystem ist mir nicht immer so hundertprozentig klar, wann man da wirklich abstaubt und wann nicht. Sind das Gegner? Dann mal hinfort mit euch. Ich glaube, da hinten liegen auch welche im Wasser drin und rufen nach Hilfe. Mann. Aber da kann ich nicht reingehen, oder? Kann das sein, ist das eine Passage vom ganz am Anfang in diesem Level? Das macht mir fast so den Eindruck, aber hundertprozentig sicher bin ich mir nicht. Oh cool, hier kann man alles kurz und klein schlagen. Bams.
Warum auch immer ich das mache, ich weiß es nicht. Wenn man was kaputt machen kann, dann muss ich es auch kaputt machen. Oh. Not good, man. The invaders have already gotten this far. If you don't hurry, they'll reach the super reactor. Nein, auf gar keinen Fall. Ist das Luca schon wieder? Wait, wait. Has he been with us all along? Ja. Luca, wait. Das kann etwas undurchsichtig sein in so einem Pulk, ob Luca dabei ist oder nicht. Luca! Freaking ankle biter. Die alte Fußhupe. Something approaches. Und nu? Ui, ein neuer Gegnertyp. Anko, 90% Gefährlichkeit. Was hat Eden da für eine Geschlüngsel vorne dranhängen? Kann ich das mit der Peitsche wegziehen? When 100 brave souls unite as one, bodies of steel exact justice undone, becoming the fist that safeguards the weak, the beacons of hope protecting the meek. Ja, komm, ist jetzt genug Pathos, echt. Pathos oder Spirit, was auch immer. Whose faces are forever masked and tombs forever unknown. Team, unite up! Roger! Unite up! Ich mach erstmal Peitsche. Wow, ich krieg erstmal voll ein vors Brett. Jungs. Boah, was ist er denn für ein Riesenviech? Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht. Wow, ich stehe hinter ihm und krieg's da auch noch voll ab. Ey, das kann echt nicht wahr sein. Er blockt auch die ganze Zeit mit seiner scheiß Kettensäge da. So, das sollte eigentlich auch die Peitsche werden. Ich frage mich ja doch, ob man es irgendwie mit der Peitsche runterkriegt. Naja, man kriegt es zumindest durchgebrochen. Na gut. Er war jetzt doch irgendwie einfacher als gedacht gewesen. Ich weiß jetzt nur nicht, was letztendlich die Peitsche von ihr, die Kettensäge von ihm durchgebrochen hat. Ob ich dafür wirklich die Peitsche brauche oder ob es irgendwie anders auch schneller gegangen wäre. Naja, vielleicht beim nächsten Mal, wenn wir auf diesen Gegnertyp stoßen. Sag mal, Jungs, kommen wir da irgendwie rein? Oder wie komme ich an die Hilfeschreier daran? Aber ich meine, durch Wasser durchkommen, da wird mir ja der Hammer auch nicht helfen, auch wenn ich mit dem Hammer sonst im Wasser reingekommen bin. Naja, dann würde ich sagen, gehen wir mal Luca hinterher. So, machen wir das hier mal auf. Team, do you read? You'll be reaching depths of 10,000 meters soon. Not even the Virgin Victory can withstand that kind of pressure. We're unable to confirm the exact location of the statue, so P-Star is going to have to guide you in as best he can. Na gut, dann hoffen wir mal, dass P-Star uns hier gut lotsen wird. Gut, aber das ist doch ein schöner Schlusspunkt, weil wir gucken beim nächsten Mal, was uns hier in 10.000 Metern Tiefe erwartet. Ich sag erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne!